So, ihr Lieben, da sind wir wieder und wir spielen wieder eine Runde Larry. Gucken wir uns mal um hier. So, das haben wir uns angesehen, die haben wir uns angesehen. Was haben wir denn hier? Das ist einer von diesen modernen Club-Computern. Club-Computer? Lieber nicht. Da verstelle ich noch was. Ah, okay. Verantwortungsgefühl. Der Magnet? Ist ziemlich anziehend. Nimm mit. Kann ich den Magneten haben? Na gut. Seit ich meinen Metalldetektor habe, brauche ich den nicht mehr. Geil. Magnet. Zack, meiner. So. Was haben wir denn hier noch so? Sauber abgeschlossen. Ein ganz normaler Spind. Hey, Finger weg! Ich hab nur mal geguckt. Der Schalter scheint den Haken absenken zu können. Kannst du das hier wieder runterlassen? Das ist Müll und das bleibt da. Mein geliebtes Floß. Wo ist eigentlich Wilma? Na egal. Hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ja gut, dann gehen wir erstmal weiter. Was haben wir denn jetzt alles hier noch im Inventar rumfliegen? Ach ja, der Alu. Den habe ich ganz vergessen schon wieder. Und der Toilettenschlüssel. Okay. Hm. So, was haben wir denn hier noch? Hübsche Palme. Können wir die mitnehmen? Nein. Okay. Dann gehen wir mal da runter und gucken mal da ein bisschen um. Ein bisschen Sightseeing machen die auf der Insel, ne? Ach ja, das war das hier, genau. Okay, also hier kommen wir dann wieder zurück quasi. Da ist ein G auf der Stele. Eine stehende Stele. Und da kann man nichts machen sonst. Da ist ein G. Okay, ja, nein, und ich stürze lieber in Lefties ab. Nett. Okay, okay, dann brauche ich mir den rechten Weg auch gar nicht erst antun. Dann gehen wir mal da lang. Gucken wir mal, wo wir da so rauskommen. Oh, nicht gerade im Spa, oder? Die Wasseraufbereitungsanlage führt offenbar zum Hotel. Ich glaube, die funktioniert vollautomatisch. Ja, okay. Was ist ich das? Glaube, was man hier reinschüttet, wird dann mit dem durchfließenden Wasser gemischt. Da kann ich nur was reinschütten. Okay, die Rinne ist entweder verbogen oder für schrägen Regen. Scheint die Damentoilette zu sein. Ja, die schließen wir gleich mal auf. Ein ziemlich großes Loch. Ja, ein ziemlich großes Loch. Komm. Ja, da könnte ich etwas reinschütten. Ich tue es nicht. Oh, na gut, hast aber Glück gehabt. Was ist das denn überhaupt für eine Toilette? Ich gerade, also für... Danke, ich habe genug davon gesehen. Okay. Das wäre mir etwas zu öffentlich. Es muss doch nicht jeder... Okay, sieht nicht sehr stabil aus und ist eindeutig nicht geruchsunterdrückend. Hallo? Offenbar niemand drin. Aber abgeschlossen. Ja, die können wir aber aufschließen gleich, ne? So, was haben wir hier? Ein natürlicher Jacuzzi. Eher ein natürlicher Kochtopf. Okay. Na, zur Treppe komme ich nicht, weil mir die heiße Quelle den Weg versperrt. Aber da ist ein Haken. Aber da kommen wir nicht hin. Okay. Ein natürlicher Jacuzzi. Achso, okay. Gut, dann schließen wir erstmal jetzt hier den Bums auf. So. Der hat gepasst. Was ist denn hier los? Duftbäume der Marke Frischer Ozean sind hier chancenlos. Können wir mitnehmen? Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ich will gar nicht so genau hinschauen. Okay, dann wollen wir mal. Ich hab doch eben gerade erst. Vielleicht muss ich später wieder. Fuck, das war der Moment, wo ich die gelbe Flüssigkeit hätte organisieren können. Okay, was macht der da oben? Er sieht irgendwie notgeil aus. Der ist außerhalb meiner Reichweite. Das ist gut so, wie es ist. Aber ich glaube, der hätte Bock auf die... wollüstige Quietsche-Ente, oder? Kann ich die da reinpacken? Das hilft mir nicht. Nee, okay, gut.
Ich glaube, die funktioniert voll automatisch. Ja, was können wir denn da reinwerfen? Können wir da die Bäumchen reinwerfen zum Beispiel? Dann duftet das doch besser. Das sollte alles etwas besser riechen lassen. Okay, so. Und, ah, und die Farbe, ne? Das Wasser ist wie ich. Es braucht etwas Farbe. Ja. Guck mal, dann sieht's doch richtig gut aus. Geil. Dann ist das Wasser doch schon mal super geworden. Okay. Wodka Brezhnev. Kannst du mal ein Schlückchen nehmen? Ich sollte es mit der Öffnung versuchen. Nein, das werft... Ach so, okay. So, Was haben wir jetzt hier noch? Hallo? Besetzt! Ich muss mal. Dringend. Bist du ein Monster? Ich bin der Geist des... Der stets bejaht? Ich bin der Geist, der stets bejaht. Oh nein! Kommst du bald raus? Ich bin doch draußen. Wir schreiben das Jahr 2020. Der Himmel ist grün vom Plutonium. Die Zinsen verdoppeln sich jedes Jahr. Die Welt ist komisch und bizarr geworden. Da unten, da ist die Insel. Ich bin hier oben bei den Vögeln. Vögel. Vögel. Was ist denn dein Problem? Ich habe kein Problem. Ich könnte jederzeit aufhören. Sicher? Naja, ich kann halt erst raus, wenn das Monster weg ist. Du kannst rauskommen. Hier bin nur ich. Du könntest das Monster in Verkleidung sein. Das ist mir zu gefährlich. Außerdem sind die Farben hier in dieser Villa so schön. Du bist in einem Klo. Es ist innen größer als außen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Wer bist du eigentlich? Clyde, sag nicht meinem Bruder, dass ich hier bin. Der will sonst die Pillen zurück. Wer ist dein Bruder? Kip, der Page. Der ist doof. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Dann störe ich dich nicht weiter. Du klingst schon ganz weit weg. So, können wir jetzt hier nochmal versuchen, in den Becher zu pinkeln? Ich hab doch eben gerade... Ach Mist, okay. Ja gut, dann gucken wir später nochmal rein. So, Oh, ich hab eine Idee. So, Moment. Ach nee, erst zurück zu dem Pagen, dann geben wir ihm den Aluhut. So, guck mal. Guck mal, Bro. Nicht mein Fetisch. Ach nee, stimmt gar nicht. Zu ihm wollte ich auch nicht. So, ich wollte ihm fetzen, dass sein Bruder da unten ist. Ich will was über dich wissen. Nein, kannst du mir was über die Gründerväter sagen? Bobby meinte, dass ich dich fragen soll, ob ich in Faiths Zimmer kann. Mama. Bobby meinte, dass ich dich fragen soll, ob ich in Faiths Zimmer gehen kann. Faith? Wer soll das denn sein? So, aber ich habe doch seinen Bruder jetzt da. Kannst du die Klimaanlage einstellen? Kannst du die Klimaanlage einstellen? Würde ich ja, aber irgendwas an der Steuerungselektronik ist kaputt. Kannst du das nicht reparieren? Sehe ich aus wie jemand, den man in die Nähe einer Stromleitung lassen sollte? Das Argument überzeugt mich. Okay, hast du hier vielleicht eine Frau namens Faith gesehen? Eine Frau namens Faith gesehen? Hm? Wer soll das denn sein? Okay, Eine wunderschöne Frau. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Kannst du sie genauer beschreiben? Klar. Also, sie... Ist klein, knubbelig? Nein. Ist eher breit als hoch? Ist groß und schlank? Ja, das trifft's. Sie ist groß und schlank und... Okay. Ihre Augen sind... Wow, Blau? Blau. Ihre Haare sind... Braun, Gold, Rot, Blond. War das nicht blond? Das kann man so ganz... Hä? Braun, Blond, Rot. Blau, Blond, Rot. Und das ist... Wieso ist es halt zweimal dieselbe Seite? Ach so, lang und kurz und... Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, okay. Kurz und blond. Kurz und blond. Lass mich nachdenken. Was hat sie denn getragen? Also... Nix. Ein Ganzkörper-Latex-Anzug, hauchdünne Spitze, ein Elefantenkostüm,
nur ihrem natürlichen Pelz. Ein enges Kleid in Lila. Hm, hat es überhaupt was an? Ich habe keine Ahnung. Hm. Hatte sie überhaupt was an? Nur weil du sie dir dauernd nackt vorstellst. Unterwäsche hatte sie nachweislich keine mehr. Die habe ich am Strand gefunden. Echt? Wo? Geht dich nichts an. Das hättest du wirklich wissen können. Finde ich schon etwas viel von mir verlangt. Ich weiß noch, wie sie aussieht. Nicht fair. Du hast ja auch eine Kamera. Okay, gehen wir es nochmal durch. Hast du hier... Hm? Eine. Das hilft. Kannst du sie? Klar. So, sie ist okay. Ihre Augen. Blau. Blau. Also ich bin mir da nicht. Ihre Haare. So. Also da bin ich mir sicher. Lass mal. Also. Ein enges Kleid in Lila. Also, so wie du sie beschreibst. Stimmt. An die kann ich mich erinnern. Wo ist sie? Yeah. Die war völlig verwirrt. Die ist irgendwohin verschwunden. Und du hast keine Ahnung, was aus ihr geworden ist? Nee, toll. Echt keine Ahnung. Hier verschwinden ziemlich viele Leute einfach so. Hm? Hä? Ich will was über dich wissen. Was denn? Wie bist du denn hier auf die Insel gelandet? Kannst du mein Gepäck tragen? Ich habe drei Männer getroffen, die dir sehr ähnlich sind. Ich habe drei Männer getroffen, die dir sehr ähnlich sind. Du meinst meine Brüder. Zwillingsbrüder? Ja. Hätte ich wohl dazu sagen müssen. Deswegen sehen wir alle gleich aus. Das ist der einzig logische Grund. Mhm. Wie bist du denn hier auf der Insel gelandet? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau. Ich war Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff. Es ist in einen Sturm geraten. Ich wollte nur kurz was rauchen, dann wurde alles nass und ich habe mich hier am Strand wiedergefunden. Zum Glück hat Bobby gerade einen neuen Pagen gesucht. Was ist aus dem bisherigen geworden? Ich schätze, der Kannibalenstamm hat ihn geschnappt. Kannibalen? Finde ich jetzt nicht witzig. Nee, ist nicht so geil. Kannst du mein Gepäck tragen? Welches Gepäck? Guter Punkt. Guter Punkt. Genug über dich. Was für Leute sind denn hier im Hotel? Was für Leute sind denn hier im Hotel? Die sind alle irgendwie komisch. Ich halte mich von denen lieber fern. Aber du bist hier der Page. Ja, das macht es etwas umständlich. Ja, wir schwierig. Haben jetzt so eine Influencerin hier. Die ist schrecklich. Will dauernd was umsonst. Die wollte mir kein Trinkgeld geben, aber mit mir eine Instagram-Story machen. Weil ich dann berühmt werde. Wer arbeitet hier noch? Vor allem Louis. Der hält sich für einen Komiker. Er war wohl mal in Lost Wages eine große Nummer, aber dann hat er Witze über eine Gruppe gemacht, die empört war. Gründerväter? Kannst du mir mehr über diese Gründerväter sagen? Ach so, da auf dem Du meinst dieses Märchen über die Gründerväter? Ich weiß nicht viel darüber. Eigentlich nur, dass die alle tot sind. Frag lieber Bobby danach. Bobby meinte, dass ich dich fragen soll, ob ich in Faiths Zimmer gehen kann. Könnte jetzt besser laufen. Klar, also, wenn du diese Faith so gut kennst. Aber natürlich. Dann geh ruhig hin. Ist sicher okay. Finde ich auch. Zimmer 404. Kommst du über den Fahrstuhl dorthin? 404, danke. Ah, schön. Sehr gut. Ich gehe dann mal. Und bevor wir jetzt hoch zum Zimmer gehen, sehen wir uns erstmal den neuen schönen Pool an. Guck mal, jetzt ist das doch schon mal nice, oder? Okay, Da springe ich nicht rein. Es ist himmelblau und riecht gut, aber ich weiß auch, warum das so ist. Dann sprechen wir sie nochmal an. Das Poolwasser ist jetzt sauber. Sweet! Dann kann ich ja endlich den Bikini rausholen und diven. Ja, vielleicht tauchst du nicht mit dem Kopf ein. Sowieso nicht. Denk an meinen Hairstyle. An meinen Bun lasse ich nur Olivenöl, das in den Anden von Zwergziegen kaltgepresst wurde. Dann gebe ich mal bei Gaub einen Punkt mehr. Geil. Soll ich dir jetzt was zu trinken holen? Wenn ich dich nur sehe, habe ich schon Bauchschmerzen. Na gut. Ich muss jetzt... Ach ja, hier, ihm wollte ich jetzt ja den Aluhut schenken. Guck mal hier, Kumpel. Richtig geil. Ich glaube nicht, dass er das braucht. Natürlich, der ist totaler Verfolgungswahn-Heini. Bist du, gesund? Willst du dich mit mir prügeln? Nein.
Du willst dich mit mir prügeln? Der Typ gestern hat auch gesagt, er wollte das nicht, aber dann hat er es getan. Der hat sofort zugeschlagen, als ich mich auf ihn gestürzt habe. Hatte sich überhaupt nicht im Griff, der Typ. Total durchgeknallt. Bist du auch so einer? Ich bin Preisboxer. Pah, ich muss dich nur anhusten und du fliegst aus dem hässlichen Anzug. Ist mir den Atem nicht wert. Ganz ruhig. Warum bist du eigentlich so nervös? Ich bin nicht nervös. Mir sind die Augen geöffnet worden. Bei diesem Festival war so ein Typ, der hat mir einen Flyer über Chemtrails gegeben. Vielleicht stecken sogar die Echsenmenschen dahinter. Okay, alles klar. Jedenfalls muss man wachsam bleiben. Ich trinke jedenfalls so viel Kaffee wie möglich. Der vom Buffet drüben knallt richtig rein. Ich habe seit 4 Tagen nicht geschlafen. Merkt man überhaupt nicht. Ich bin dann mal weg. Ich gehe. Wir sind alle... Wir sind noch mal kurz beim Buffet. Jetzt gehen wir in die Lobby zum Buffet rüber, um das Schlafmittel in den Kaffee zu tun. Das hat sich nicht gereimt und war ganz mies anzuhören. So, da rein. Okay, das wird die Wirkung des Kaffees umkehren. Sehr gut. Können wir mal einen Becher Kaffee? Nein, mir ist gerade nicht nach einem Becher Kaffee. Seltsam. Ich sollte zum Arzt gehen. Mist. Okay, was haben wir denn hier noch? Können wir schon irgendwas? Das will ich nicht entsaften. Hätte ja sein können, dass wir das Kondom entsaften können. Können wir das da drunter stellen? Ja, ne? Okay. Nein. Schauen wir mal, ob wir die Schlange entsaften können. Frisch gepresst ist halt gewonnen. Nice. Da haben wir doch was Grünes. Saftig und giftig. Ja. So, frisch gepresster Schlangensaft. So, was noch mal kurz hier ins Rezept gucken. Okay, Wodka haben wir. Was Leuchtendes ist das? Ein ordentlicher Cocktail. Ja. Gelbe Flüssigkeit wie der Sonnenunter. Ja, das weiß ich, glaube ich, davon. Auch, wo ich das herkriege. Ich brauche noch mal so einen Becher. Ich nehme einen mit. So. Das ist ja auch irgendwie gelb. Besser nicht. Nein, okay. Hätte ja sein können. Dann gehen wir noch mal raus. Gehen wir mal nach oben. Und schauen uns Faith Sweet an. Penis! Kaktuspenis! Möpse auf der anderen Seite. Erkennst du irgendwas wieder? Nein! Das ist ihr Geruch. Eindeutig. Ich hoffe, sie bauen mir niemals Riechsensoren ein. So, okay, dann schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Hier hat ein galaktisches Festival stattgefunden. Vielleicht war Faith dort. Nimm mal mit. Ich nehme ihn mit. Sei doch, nimm mal mit. Ein einfacher Reisekoffer. Den lasse ich besser hier. Na, okay. Mit Blick auf eine Dschungeltoilette. Scheint nicht das beste Zimmer zu sein. Oh, das kann man nicht öffnen. Na gut. Faiths Unterwäsche? Sie verfolgt mich regelrecht. Genau genommen du sie. Egal, einstecken. Soll ich die mitnehmen? Ja. Du hast wirklich genug Unterwäsche von Faith in den Fingern gehabt. Oh nee, das geht doch gar nicht. Oh, da ist doch schon mal was. Das nehmen wir diese direkt Diese Karte mit. Weist Goldmitglieder des Hotels aus. Ja, damit... Jetzt bin ich Goldmitglied. Oh, eine Viertel-Dollar-Münze. Wenn ich die Eiszapfen so sehe, scheint die Minibar richtig gut zu funktionieren. Okay, da kann man nicht viel machen.
Tja, das war's hier, ne? Sonst kann man hier nichts machen. Aber okay, da haben wir ja schon mal wieder was gefunden, ne? Haben wir hier so ein Baby-Yoda mit Pimmel da. Okay. Habe ich in Fates Hotelzimmer gefunden. Darauf steht etwas über ein Festival, das hier stattgefunden hat. Das Pyre Festival bringt dir die größten Stars aus Film, Internet und Musik unserer Zeit und endlose Partyatmosphäre. In einem exotischen Archipel erwarten dich sinnliche Genüsse und die coolsten Leute. Ich habe Gemüse gelesen. Dort soll sich auch eine Höhle befinden, die das ganze Wissen des Kosmos in sich trägt. Wow. Dich erwartet ein galaktisches Festival. Geil. Okay, Oh, sie wurde 1987 geprägt. Eine goldene Hotel mit... Ja, ja. Einmal bitte zum Dach. Er wird so aggressiv. Nee. Ich muss... Peace. So, einfach mal rein hier, guck mal. So, was haben wir denn alles hier? Also hier gibt's Soda. Damit kann man sich die Münzen wiedergeben lassen. Ich werde nicht daran rütteln und nicht dagegen treten. Auch Getränkeautomaten haben Respekt verdient. Auf einer kleinen Plakette steht Dauerleihgabe des Video Game Soda Machine Project, West Virginia. Nice. Ach Mensch, was haben wir denn hier? Frischer Samen. Ein Beutel mit Samen der Marke Ultra Rapid Grow. Mitgenommen. Ich sag ja immer, man kann nicht genug Samen haben. Der Samen scheint das Beet richtig sprießen zu lassen. Ich lasse die Pflanzen besser in Ruhe. Na gut. Denkst du, was ich denke? Sex? Nein, mit dem Teleskop können wir nach Fates suchen. Das ist auch eine gute Idee. Da muss man Münzen einwerfen. Einen Dollar braucht man insgesamt. Ja, ich habe aber nur ein Vierteldollar. Wow, was für ein Blick. Nein, ich bleibe lieber auf der Aussichtsplattform. Sieht aus, als hätte dort eine Feier stattgefunden. Das ist ziemlich weit weg. Ja gut, dann haben wir ja auch alles schon wieder abgegrast. Aber wir haben hier so ein bisschen von dem Zeug. Die zu sortieren würde ewig dauern. Was machen wir denn damit? Eine gute Frage. Erstmal jetzt gucken, ob wir jetzt den einen Typen unten am Strand wieder locker bekommen haben. In die Lok. Ja, der ist jetzt ziemlich down, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz da ist. Okay, Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht ganz da ist. Gut, können wir jetzt irgendwie Unfug machen? Jetzt merkt er es nicht. So. Ein Viertel Dollar. Immerhin. Da haben wir schon einen halben Dollar zusammen, ne? Okay. Ich muss noch mal hier ins Rezept gucken, was uns denn jetzt noch so fehlt. Wodka? Was Leuchtendes? Was Grünes? Gelbe Flüssigkeit wie der Sonnenuntergang. Das fehlt noch. Kein Cocktail ohne Eis. Eis fehlt uns auf jeden Fall auch noch. Okay. Ja, Orange, ups. Orange haben wir auch. Also uns fehlt eigentlich nur noch was Eis und halt ein bisschen genug davon. Pipi. Okay, gut. Dann sage ich danke fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal, ob wir irgendwie unsere Pipi da reinkriegen. Und sage schon mal danke und lasst mir ein Abo, ein Like, einen Kommentar da. Ihr wisst, wie das läuft. Wäre sehr geil und ja, cremiges. Tschüss.